Ali, ein Schwarzer, lebte in einem afrikanischen Krisengebiet. Seine Eltern wurden von einer Terrorgruppe ermordet, als Ali gerade unterwegs war. Obwohl Ali sein Land liebt, floh er und kam nach einem Jahr nach Deutschland, um eine Ausbildung zu machen, damit er später beim Wiederaufbau seines Landes helfen kann. Er war freundlich, arm, aber klug. Da er kein Geld hatte, wusch er seine Kleidung, aber hatte nichts zum Wechseln. Das entging einigen seiner Mitschüler nicht, die nur Markenkleidung trugen. Sie fragten ihn, ob er immer die gleichen Sachen trage und ob er sich keine neuen Schuhe leisten könne. Und ergänzten ironisch, wir können ja für dich sammeln gehen. Verletzt sagte er, ja, ich habe kein Geld, um mir neue Sachen zu kaufen. Da lachten sie ihn aus, denn sie kannten keine Not. Ariane, ein schönes Mädchen aus der Klasse, verliebte sich in Ali. In der Schule lernte er schnell Deutsch und interessierte sich für Elektronik. Nach der Schule half er seinen Mitschülern bei den Hausaufgaben, teilte Zeitungen aus, strich Gartenzäune von den Nachbarn und arbeitete in den Ferien in einem Betrieb, den er über ein Schulpraktikum kennengelernt hatte. Der Abteilungsleiter wurde bald aufmerksam auf ihn und war begeistert von seiner schnellen Auffassungsgabe, den Programmierkenntnissen und den kreativen Ideen des Jungen. Da Ali sehr einfach gekleidet war, gab der Abteilungsleiter ihm etwas mehr Geld für seine Arbeit. Als Ali sich von dem Geld neue Sachen gekauft hatte, fragten ihn die Mitschüler, »Na, wo hast du die Klamotten denn geklaut?« und lachten. Viele Mitschüler, die Ali mochten, hielten sich aus Angst davor, ebenfalls gemobbt zu werden, bedeckt oder beteiligten sich sogar an den Gemeinheiten. Eine Mischung aus Boshaftigkeit, Neid und Schadenfreude machten ihm das Leben schwer. Ärgerlich über seinen Erfolg bei der Mitschülerin und dem Lob der Lehrer warteten zwei weniger erfolgreiche Mitschüler und ein Verehrer Arianes am Ende des Unterrichts auf ihn, um ihm eine Lektion zu erteilen. »Du hergelaufener Straßenjunge aus Afrika, was bildest du dir ein, dich an unsere Mädchen ranzumachen und in der Schule so eine Schau abzuziehen?« Dann packten sie ihn, zogen ihm die Schuhe aus, banden sie zusammen und warfen sie über eine Laternenstange. Traurig kletterte Ali auf die Laterne, holte seine Schuhe herunter und erinnerte sich an die Worte seines Vaters. Gewalt ist ein Zeichen mangelnder Intelligenz. Ariane erfuhr von dem Laternenbild, das die Schüler anonym hochgeladen hatten und überredete ihre hübschen Freundinnen, Ali zu unterstützen. Die Mädchen entwarfen ein Poster mit dem Laternenbild von Ali und schrieben den bekannten Satz des Philosophen Immanuel Kant auf das Poster. Handelt so, wie ihr selbst behandelt werden wollt. Und fügten hinzu, ist das euer Niveau? Alle Mädchen eurer Klasse verachten solche Aktionen. Als die mobbenden Mitschüler den Kommentar lasen, waren sie entsetzt, denn sie fanden die Mädchen attraktiv und waren froh, dass keine wusste, wer das Laternenfoto hochgeladen hatte. Außerdem verbreitete sich im Internet die Aktion der Mädchen schnell und viele Schüler, Lehrer und Eltern lobten in ihren Kommentaren die Aktion. Schließlich berichtete sogar die Presse von der mutigen Aktion der Mädchen, die eine Liste veröffentlicht hatten, woran man mobbende Schüler erkennt und wie den Betroffenen geholfen werden kann. Sobald jemand in Alis Klasse gemobbt wurde, riefen alle Mädchen aus, meist schon bevor der Mobber seine Pointe vorgetragen hatte, um den Mobber dann auszulachen. Beim Cybermobbing schickten die Mädchen Alis Laternenbild mit dem Spruch von Kant und fragten, ob der Verfasser aus Angst, sich in der Klasse lächerlich zu machen, dies jetzt im Internet anonym machen wolle. Beleidigt und wütend gaben die meisten dann auf. Und so wurde das Laternenfoto von Ali zu einem Symbol für die Anti-Mobbing-Bewegung. Außerdem versprachen die Mädchen uneinsichtigen Mobbern eine Überraschung, die ihr fieses Spiel beenden würde. Hans, der sich nicht beirren ließ, vielleicht weil er auch keine Chancen bei den Mädchen hatte oder nur eine leere Drohung vermutete, erfuhr, was es bedeutet, sich mit intelligenten Mädchen anzulegen.
Nachdem Hans auf Kosten von Ali wieder einen Witz über Ausländer gemacht hatte, schwiegen die Mädchen und warteten, bis er eine Aufgabe an der Tafel lösen musste. Nachdem ein Mädchen etwas Wasser aus dem Tafelschwamm auf die Sitzbank gedrückt hatte, konnten sie nicht erwarten, bis sich Hans wieder setzt. Als er den bösen Streich bemerkte, war seine Hose schon nass, doch er wollte sich nichts anmerken lassen, was die Schadenfreude noch steigerte. Bis ein Mädchen rief, Hans hat sich in die Hosen gemacht und traut sich nicht aufs Klo. Da konnten sich seine Mitschüler vor Lachen nicht mehr halten. Und einer seiner Freunde rief, Hans hat ein Gesicht wie ein Feuermelder. Am Ende der Stunde klopften seine Freunde Hans auf die Schulter und spotteten. Mach dir nichts draus, Hans. Ist der Ruf einmal ruiniert, lebt sich's ganz ungeniert. Ein anderer Freund lachte und sagte, Hans, du warst einfach großartig. Wir sind stolz auf dich. Besonders aber verletzte ihn die Schadenfreude, der Spott und die Ironie seiner Freunde. Da verstand Hans den Satz des Philosophen, und wie sich ein Mobbingopfer fühlt. Ein Mädchen, das mit ihrem Handy die Situation heimlich gefilmt hatte, schickte Hans eine Mail und versprach ihm, bei einem Rückfall das Video hochzuladen, was ihn sicher weltberühmt machen würde. Ariane, ihre Freundinnen und Ali stoppten die Aktion und sagten dem Mädchen, wenn du das Video ins Internet stellst, wirft das ein schlechtes Licht auf unsere Aktion. Und wir wären dann noch gemeiner als Hans. Und erinnerten sie an den Spruch von Kant, den sie auf das Laternenfoto geschrieben hatten. Obwohl einige die Aktion lustig gefunden hätten, wurde Hans verschont. Und so lernten die Schüler, dass es eine rote Linie gibt, die beide Seiten nicht überschreiten dürfen. Man einigte sich für den Fall, dass Hans rückfällig wird, ihn einzuladen, um ihm das Video vorzuführen. Doch dazu kam es nicht, denn Hans wusste als Mobbing-Spezialist, dass so ein Video auf seine Kosten Schadenfreude auslösen würde, die sich schnell im Internet verbreiten und ihn als Opfer, über den alle lachen, tatsächlich weltberühmt machen könnte, ein Albtraum für jeden Mobber. Ali aber behielt die Namen der Mobber für sich, denn er erinnerte sich an den Rat seines Vaters. Wenn du einen Feind hast, lass ihm eine Hintertür offen, damit er sein Gesicht nicht verliert. Ariane und Ali wurden die besten Freunde und auf ihre Partys kamen alle Freundinnen und Freunde. Ein paar Jahre später, nachdem die Terrorgruppen mit internationaler Hilfe vertrieben waren, kehrte Ali gut ausgebildet und mit seinem Ersparten nach Afrika zurück und half beim Wiederaufbau. Einige Mitschüler unterstützten ihn finanziell, andere, die Ausbildung in technischen Berufen hatten, besuchten ihn in ihren Ferien, um Ali bei seinen Projekten zu unterstützen und um seinen Mitarbeitern wichtige Kenntnisse zu vermitteln, die ihnen halfen, sich selbst zu helfen. Über dem Eingang seiner Werkstatt stand der Satz des Philosophen und darunter Intelligenz erlaubt Veränderung. Und auf einer anderen Wand stand der Spruch einer klugen Afrikanerin. Lasst euch keine Fische schenken, lernt lieber selber welche zu fangen. Ali war froh und dankbar, solche Freunde zu haben und lud alle ein, um ihnen seine schöne Heimat zu zeigen. Es gibt viele Mobbingopfer, die vielleicht nicht wie Ali von einer Gruppe hübscher Mädchen beschützt wird, aber traurig und verzweifelt sind. Und denen ihr mit euren Freunden helfen könnt. Goethe rät, hilfreich sei der Mensch edel und gut. Danke fürs Zuschauen.